Hallo Freunde des geilen YouTube Sports, grüße euch, willkommen zum neuen Unboxing und zwar folgendes. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Rucksack für unterwegs. Ihr wahrscheinlich auch, oder ihr habt was, könnt ja mal unter das Video einen Kommentar posten oder einen Link von dem Rucksack, das was ihr habt. Ja. Und ich habe jetzt zweimal so einen, mal haltet mal hier drauf, für euch so Kabelbinder, weil der Reißverschluss kaputt ist. Hier habe ich ein Loch durchgemacht, damit ich alleine die Halterung hier, ne, links und rechts, also ja, die Innentaschen gehen mittlerweile kaputt. Und ich habe den noch nicht mal so lange. Es ist einfach, ja, ich meine, günstig Geld, aber nicht wirklich tauchbar, auf lange Sicht her gesehen. Aber das Geile an den Dingen ist einfach, da passt jede Menge rein. Man kann viel transportieren. Und jetzt habe ich hier was Neues. Und ja, es sind nur 50 Liter. Ich glaube, was jetzt einfach nur schwarz und nicht in rot. Und ja, ich bin mal gespannt auf das Ding. Also packen wir es jetzt mal Öls. So, dann haben wir es offen. Und machen wir das mal richtig ziehen. Haha, und da ist er auch schon. Ja, im Verhältnis zu dem anderen. Ist der irgendwie größer oder kleiner? Einfacher Zugriff ist nicht. Mit einer Hand ist das echt schwer. Das klappt einfach nicht. Mann! Vom Preislichen her, das sind jetzt angeblich 25 Liter. Also im Vergleich hatte ich jetzt nochmal dagegen. Sieht der etwas kleiner aus. Kann man ja deutlich erkennen. Von allem nach oben her. So. Ja, sieht fast schon aus wie ein Bundeswehrrucksack wohl. Für das nette Ding habe ich 25 Euro bezahlt. Und für den waren das mal 29, 30 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weiß ich nicht mehr so genau, aber ich habe mir davon ein bisschen Geld wieder zurück, weil da schon wieder was kaputt ging und so weiter. Und das ist halt, ja, nicht alles, was günstig ist, taucht auch was. Aha, das muss ich also selber befestigen. Okay. So, dann haben wir das aber auch eben befestigt. Zack. Ja. Was haben wir denn hier? Lol. Hier oben auch. Das geht wahrscheinlich nach vorne. Ja, was haben wir hier? Beckengurt. Aber brauche ich selten, eigentlich so gut wie gar nicht. Da bin ich mal gespannt, ob diese Schlüsselstellen hier, ob das vertaucht. Hier oben genau das gleiche. Drehen wir den mal um. Ja, ich gucke mal, ob ich den jetzt erstmal aufblasen kann. So, jetzt haben wir schon inspiziert. So, jetzt kommen wir mal dazu. Wir haben links und rechts ja, ne? Taschen, wie es sein sollte. Was ist das hier oben? Da kann man, Moment, so, ja, jetzt ist halt, da kann man irgendwas reinstecken, Stift oder so ein Scheiß. Ja, dann haben wir hier Kabel gebunden, einmal Klinke, Stereo natürlich, haben sie gut gemacht. Einmal USB, hier haben wir die Anschlüsse. Ja, das heißt, man kann sich jetzt überlegen, Akku, Powerbank, Kopfhöreranschluss. Nur die neuesten Handys haben natürlich keine Klinke mehr. Das heißt, man müsste einen externen DVD-Player, MP3-Player nehmen. DVD-Player ist gut. Da gab es noch Klinke, ne? Genau. Ah, oder einen alten Walkman. Schade, dass die neuen Handys oder die modernen Handys keine Klinke mehr haben. Könnte man das irgendwie einfach nur seitwärts da reinstecken in die Tasche hier. Ja, und dann einfach verbinden. Grausam, wie sich die Technik entwickelt. Entwickelt vor allem. So, dann haben wir hier noch eine Tasche. Die ist etwas strammer. Ja, ich glaube nicht, dass die so schnell ausleiert. Wie in dem Rucksack war auch so eine Tasche, aber die hat irgendwie sehr schnell ausgeleiert. Das war eigentlich richtig tüdelig. Aber das ist hier ist sehr stabil. Also ist etwas dicker, nicht so dünn. Also die andere Tasche, der anderen Rucksack, die war nur so dünn wie dieser Stoff hier. Also einfach nur Schrott. Klettverschluss, da kann man irgendwas hinkleben. Zahnvirus on the rocks. Ja. Ja, da haben wir auch mal eine Tasche, die geht bis hier unten hin, da wo mein Finger ist. Ja, da kann man also auch da noch was reintun. Da ist eine Netztasche drin. Sehr geil. Und dann haben wir hier noch eine Tasche. Das heißt, ich kann ein bisschen was reintun. Papiere, Handy, Akku, Powerbank, was auch immer. Und hier unten dann auch noch mal. Hier hat man noch Fächer. Das Coole ist, wenn man einen kleinen Knirps hat, ich meine den Schirm,
Den kann man dann natürlich dann auch hier unten befestigen. Finde ich auch ganz cool. Dann unten, dass man da vielleicht noch irgendwie was hinhängen kann. Also jede Menge Möglichkeiten, um da was zu befestigen. Und in der Regel hoffe ich mal, dass der Rucksack besser funktioniert als der alte. Es sind zwar jetzt nur 50 Liter anstatt 60 Liter Schrott. Aber mal gucken, wie er das erste Mal in Gebrauch ist, wie ich alles so reinkriege. Und wer gut im Tetris spielen ist, der kommt auch mit etwas weniger aus. Das war mein Fazit zu dem 50 Liter Rucksack. Schreibt mal was unter die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Ich bin raus, euer Virus. Macht's gut und ciao mit V. We'll be right back.